Vor genau 7 Jahren, am 3. März 2009, stürzte in Köln das historische Archiv der Stadt Köln in der Severinstraße ein. Beim gleichzeitigen Einsturz zweier benachbarter Gebäude starben 2 Menschen. 30 Regalkilometer an historischen Stadtdokumenten, darunter auch christliche, wurden unter den Trümmern verschüttet. Die genaue Unglücksursache ist nach wie vor ungeklärt. Jetzt hilft eine neue Computermethode, die zerstörten Akten wieder zusammenzusetzen. Vorbild ist dabei das Verfahren zur Rettung der Stasi-Unterlagen. Bettina Schmidt-Schaja, Archivleiterin. Vor allem auch die Restaurierung ist ein Ziel. Nur wir würden die Prozesse, also die Benutzungsprozesse unnötig verlängern, wenn wir nicht das, was man digitalisieren kann, schon mal digital zur Verfügung stellen. Das tun wir auch, aber natürlich ist das nicht das Endprodukt, sondern wir müssen es tatsächlich auch restaurieren, weil die Originale sonst zerfallen oder untergehen oder wie man das nennen will. Aber die Digitalisierung erfüllt natürlich noch andere Zwecke. Wir können die Originale, die beschädigt sind, schützen vor häufigem Zugriff und wir erhoffen uns von der Digitalisierung auch die Rekonstruktion in unserem historischen Archiv, also digitalen historischen Archiv, wo wir also entweder ehemaligen Benutzern oder aber den Familienmitgliedern der Nachlassgeber die Möglichkeit geben zu sagen, ah, das ist Papas Schrift oder das ist ein Foto aus dem Bestandszusammenhang des Vaters oder der Mutter und erhoffen uns so, dass wir Assistenz beim Rekonstruieren unserer Bestände bekommen. Also es hat verschiedene Chancen, diese Digitalisierung. Schutz, Sicherung, aber auch Rekonstruktionsunterstützung und vorzeitige Nutzbarmachung.